So, und damit willkommen zurück zu Vermintide 2. Wir sind in der, wir kaufen jetzt mal schön eine Folge. Haben hier zwei tolle, und zwar alles zählt als parieren und wir werden 2 Sekunden lang immun gegen Schaden, wenn wir parieren. Das könnte sehr, sehr gut sein. Leider haben uns 8 Coins gefehlt für den Schutz hier. Und ja, Kuba hat hier nur noch 1 Coin gehabt. Das ist krass, aber ist halt so. Auf jeden Fall, das hier mit dem Parieren könnte interessant werden, wenn wir das richtig gut ausspielen. Oh, das wäre in der letzten Folge interessant gewesen. Da haben wir die ganze Zeit hier richtig auf den Deckel bekommen. Von Anfang bis Ende die ganze Zeit die Totems gehabt. Und dann die Truhe war auch nicht so einfach wie gedacht. Naja, aber ich habe mit Schlimmeren gerechnet. Vor allem mit den hier Flagbearers. Bin ich froh, dass wir die nicht bekommen haben. Uiuiui. Aber wir kämpfen immer noch mit grünen Waffen. Da müssen wir jetzt echt mal aufpassen, wie gut oder wie schlecht das jetzt läuft. Wir nehmen auf jeden Fall alle Münzen mit, haben halt 20% mehr Schaden, aber das sollten wir trotzdem noch vertragen. Sollten wir noch schaffen. Müssen wir mal gucken, wie gut oder schlecht das jetzt läuft. So, es liegen immer hier oben 2 Münzen und da unten hinter der Ecke liegt auch nochmal einmal Münzen, soweit ich das weiß. So, 43 Stück aus einer Kartusche ist perfekt. Nachher kriegen wir noch ein bisschen mehr. Kuba nimmt da hinten die ganzen Münzen mit. Perfekt. Dann schlagen wir mal hier die Ketten durch. Und senden mal hier ein paar Sachen in die Luft. Das Problem ist halt auch, wir haben nicht wirklich viele hier ranged Personen. Ich bin... Ja, ich bin eine Ranged-Person, mehr oder weniger. Ich stehe ja nur mit dem Stab hier rum. Aber eigentlich sollte ich das ja nicht machen. So, meine Barrels. So, holen wir die mal alle hin und her. Uiuiui. Diese Mini-Barrels sind echt tödlich. Wenigstens konnte man die einmal sehen jetzt gerade. So, du fliegst auch noch. Hier, schenkt dir eine Bombe. Sonst, ja, soweit so gut. Dann zieh mal hier nach oben. Und wir machen mal folgendes. Wir nehmen hier alle Sachen nach oben. Alles Dicke wird jetzt gleich fliegen. So, da hinten fliegt noch was. Das schießen wir mal dann möglichst schnell weg. Ich treffe auch nur immer die Hälfte an Headshots, so wie die rumwackeln. Und dann geht's hier weiter. Ich hoffe, wir kriegen hier noch ein bisschen an Bessern. Das wäre auf jeden Fall sehr amüsant. So, komm schon, ein paar Kopfgriffe auch noch. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Kraft hier. Und der nächste explodiert auch. Bin ich mal gespannt. Ne, wir werden jetzt nicht die Kleinen damit töten, beziehungsweise fertig machen. Das macht wenig Sinn. Wir machen lieber sowas hier. Und schießen erstmal Kuba gefühlt 8 Schuss ins Gesicht. So. Okay. Einer ist runtergefallen, einer hat Victor bekommen. Irgendwas röchelt da hinten noch. Sollte aber nur ein Flagbearer sein. Wir hatten für einen ganz kurzen Augenblick 666 Münzen gehabt. Endlosbomben nehme ich mal lieber mit. Schaffe ich doch sowieso wieder nicht gut einzusetzen, aber trotzdem besser als gar nichts. Beziehungsweise besser als Stärke für den Moment. So, dann. Perfekt. Bombe ist gut. Bombe hat nicht gesessen. Wir können den hier machen. Dann kann Sienna hier vielleicht alles ein bisschen wegholen. So, du bist auch weg. Da hinten ist die zweite. Den können wir noch wegholen. Beziehungsweise mal anschießen.
Und ich starte mal direkt den hier, weil wir wissen ja, so oder so geht's hier ab. Ist ja relativ klar. Sind ja hier im Bellacor-Tempel. Okay. Wir versuchen mal hier generell auf die Eliten zu schießen. Okay, wir haben es nicht getroffen, leider. Illusionist, ist es der echte? Nö, ist glaube ich nicht der erste. Aber das hier. Oh, nicht so toll. Könnt ihr hier hinten ein kleines bisschen was gebrauchen? Dankeschön. Uiuiui. Das war echt ziemlich lange hier Rush, den wir hatten. So, aber jetzt können wir mal ein bisschen hier auf den einbrechen. Wenn wir hier nicht von jeder Seite auseinandergenommen werden. So, ich renne jetzt mit dem Kristall durch. Und danach können wir hier unten die Lake Monks fertig machen. So, einer ist weg. Der steht irgendwie komisch in der Luft rum. Nur ein weiteres hier Quality Stamp von Fat Shark. Setz mal hier die Mauer schnell hin. Und werf mal hier eine Bombe dagegen. So, die können wir vielleicht ein bisschen hier ärgern. Ah, die Gasratten nerven mich jetzt gerade ganz schön. Versuchen wir hier ein bisschen so drauf zu hauen. Und vielleicht nicht eine geschlagen zu bekommen. Das war eine doofe Mauer. Absolut doofe Mauer. So, die Gasratte fliegt. Gasratte ist fertig. Dingens ist hier schon fertig. Okay, perfekt. Dann ziehen wir mal schnell hier weiter. Werfen mal direkt hier zwei Bomben rein. Wir wissen genau, dass die eine überleben werden. Die sind nicht umsonst Bellacor-Besessene. Setzen mal hinten eine Mauer hin. Wären wir vielleicht nicht getroffen von den Black Monks. Wäre ganz schön. Das ist alles gerade hier nicht so toll. Und wir werden auf jeden Fall rot jetzt gleich. Wenn es gut läuft. Guck mal, nur Leben, ein Leben, interessant. Okay, Victor wird wahrscheinlich das auch nicht überleben. Huiuiui. Wenn das Spiel mal wieder komplett am Eskalieren ist. Ja, wenigstens nimmt sie ja noch die Münzen mit. So. Aber Sienna kommt vielleicht hier ohne Probleme raus. Hätte sie ihren Super nicht genutzt. Naja, die ganzen Flagbearer machen es auch echt nicht einfacher. Drei Stück waren es da unten. Das ist genial. Und Sommer direkt verlassen. Bisschen schade. Naja, wir wissen es generell. Der Bellacor-Tempel ist immer das komplette Desaster. Egal ob auf Legende oder auf Kataklysmus. Immerhin startet der nächste, also startet die nächste Folge, die wir machen, mit 200 weiteren Münzen. Ob wir dann noch den Bellacor-Fluch haben, müssen wir dann mal gucken. Ich glaube, wir haben den dann nicht. Wäre auf jeden Fall ein bisschen schade. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses komplette Desaster. Und ich muss sagen, ja, die letzte, also nicht die, sondern die letzte Folge war doch echt, war interessant. Das ganze Zeit Leben am Limit hatten wir in der Folge gehabt. Und haben es dann trotzdem noch rausgeschafft. Aber auch deutlich, da war ich aber auch deutlich zurückhaltender, muss ich ehrlich sagen. Naja. Nächste Folgen werden so oder so besser. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein paar Wochen noch bis zum Halloween-Event. Und dann habt alle noch einen schönen Tag. Und bis dahin. Tschüss.